Mach das jetzt bitte. Nö. Jetzt mach es bitte. Nö, warum? Mann, ich bin der Lehrer und du tust, was ich dir sage. Mi, 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 mi. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, in diesem Video geht es um widersprechende Schülerinnen. Zuerst erkläre ich, was so typische Fehler sind, die man machen kann, die man vor allem eher noch als Anfänger macht. Und dann erkläre ich, wie man als erstes darauf reagieren kann und was für eine Lösung das es am Schluss geben könnte, die man nutzen kann. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich habe bereits ein Video gemacht zu Klassenklima und Unterrichtsstörungen, wie man in 7 Schritten mit Störungen umgehen kann. Das hier soll mehr eine Ergänzung sein, gerade mit besonders schwierigen Situationen. Wenn du also mehr nochmal über die Basics von Unterrichtsstörungen wissen möchtest, geh besser nochmal zu dem anderen Video. Das heißt, wie gesagt, Unterrichtsstörungen und Klassenklima in 7 Schritten richtig angehen. Also so typische Anfängerfehler, die man machen kann, ist, dass man sich öffentlich anlegt mit dem Schüler oder Schülerin. Denn das ist ja oft gerade das Ziel von provozierenden Schülerinnen, dass sie eine Reaktion in dir auslösen. Und wenn du dann anfängst, laut zu werden und zu schreien oder zu diskutieren direkt vor der Klasse, dann hast du im Prinzip bereits das getan, was ihr Ziel war. Also versuch zu verhindern, dass du irgendwas in dieser Art tust. So, und ein präventives Mindset, das du für diese Situation haben solltest, ist die Unterscheidung zwischen eine Störung oder Widersprechung von Schülerinnen ist ein persönlicher Angriff oder etwas in der Art, und Störungen ist einfach Alltag und es gehört zu meiner Arbeit. Und oft sind es nämlich eigentlich nicht persönliche Angriffe, außer du hast wirklich ein persönliches Problem mit irgendjemandem, was aber natürlich selten vorkommt, hoffentlich, oder gar nie, wenn es geht. Und versuche es einfach zu sehen als, hey, es gehört zu meiner Arbeit. Und wenn Störungen auftreten, klar, mein Unterricht wird unterbrochen. Und das ist natürlich, dass man sich zuerst angegriffen fühlt, die ersten paar Male, die das passiert. Aber versuche zu sehen, das gehört zu meiner Arbeit. Ich versuche eine Lösung dafür zu finden. Und wenn ich irgendeine Lösung finde, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht emotional optimal für alle Beteiligten ist, trotzdem mache ich dann meine Arbeit irgendwie gut. Es geht nicht immer nur um die Lerninhalte, sondern es geht auch um soziales Lernen, um Sozialverhalten. Und wenn du das tust, wenn du dich darum kümmerst, dann machst du deine Arbeit als Lehrperson gut. So, und jetzt kommen wir zu diesen 3 Schritten, was du in seiner Situation tun kannst. Das erste ist, zeig Stärke statt Macht. Alles, was mit Lautwerden, mit Befehlen, mit Kontrollversuchen zu tun hat, das ist alles ein Versuch von dir als Lehrperson, Macht zu gewinnen über einen Schüler oder eine Schülerin. Stattdessen solltest du Stärke zeigen. Und was ich damit meine, ist innere Stärke, Gelassenheit, Ruhe. Denn wenn sie dich provozieren und du ausflippst oder was auch immer, dann sind sie eigentlich schlussendlich die Mächtigeren und dann lässt du dich auf das Machtspiel ein. Stattdessen solltest du eiskalt bleiben, das habe ich in einem anderen Video auch schon erwähnt, eiskalt bleiben, diese Störung auf dich wirken lassen, kurz überlegen, versuchen möglichst keine Reaktion zu zeigen, mehr zu überlegen, gut, was für Lösungswege gäbe es jetzt, und versuche, wie gesagt, einfach die Ruhe zu bewahren und auf keinen Fall irgendwie laut zu werden, zu schreien, weil das ist sowieso für mich ein No-Go, schreien als Lehrperson wegen einer Störung. Die einzige Situation, in der man vielleicht schreien sollte als Lehrperson, wenn wirklich ein Schüler, eine Schülerin in Gefahr ist, vielleicht sogar in Lebensgefahr oder so etwas. Aber wenn es um eine Unterrichtsstörung geht, dann ist Schreien einfach, das zeigt einfach, dass man eigentlich als Lehrperson die Kontrolle verloren hat und somit auch relativ schnell den Respekt vor Schülerinnen verliert. Und Schritt Nummer 2 ist, was du effektiv diesem Schüler oder dieser Schülerin dann mitteilst. Und jetzt mache ich einfach eine Variante, die man machen kann. Du gibst der störenden Person 2 Optionen. Und Option 1 ist immer, okay, hör mal zu, du kannst jetzt dein Spielchen weiterspielen, du kannst so weitermachen mit dem, was du gerade tust, aber die Konsequenz wird einfach sein, ich notiere es mir, es wird dokumentiert, es geht an deine Eltern weiter, vielleicht müssen wir ein Elterngespräch machen, wenn es ganz schlimm ist, vielleicht wird die Schulleitung noch involviert. Aber du machst einfach weiter und es wird Konsequenzen haben. So einfach ist das. Und die 2. Option ist, dass du sagst, okay, hör mal zu. Du hast gerade dich nicht so optimal verhalten. Ich schlage dir jetzt vor, du reißt dich zusammen, versuchst es besser zu machen und nachher können wir das zusammen klären. Dann finden wir bestimmt eine Lösung. Und dann suchst du später nach dem Unterricht oder so, oder vielleicht während dem Unterricht gehst du kurz raus mit dem Schüler oder Schülerin und versuchst, unter 4 Augen ein Gespräch zu finden, eine Lösung zu finden. Also im Prinzip, was du sagst, ist, ich gebe dir 2 Optionen. Entweder wir machen den einfachen Weg oder wir gehen den schweren Weg, wenn du einfach weiter so tun willst. Und was das macht, ist,
ist, du gibst dem Schüler, der Schülerin eine Entscheidungshilfe. Und gerade wenn man zwei Optionen hat, dann ist der Mensch eigentlich relativ gut gewillt zu sagen, okay, was ist eigentlich der bessere Weg im Moment für mich? Und egal welchen Weg der Schüler, die Schülerin wählt, du weißt als Lehrperson dann wenigstens ganz genau, was mache ich in Fall A und was mache ich in Fall B. Okay? Und du weißt dann, was du tun kannst. So, und der dritte Schritt ist eigentlich ein Schritt, den du vielleicht ganz am Anfang schon bereits hättest machen sollen. Dann wäre das Ganze vielleicht gar nicht passiert. Zumindest habe ich das auch schon so erlebt, dass wenn ich mich nicht um das gekümmert habe, und das ist Beziehung, dass dann viel eher Störungen entstehen und Respektlosigkeit hervorkommt bei den Schülern und so weiter. Also Schritt 3 ist einfach Beziehung, Beziehung, Beziehung pflegen und aufbauen mit den Schülerinnen. Und was das tut, ist einfach, dass die Schülerinnen merken, dass du dich für sie als Mensch interessierst und nicht nur als Schüler, Schülerin, der die Lerninhalte von dir lernen sollte, was du vorgibst, sondern dass diese Person auch irgendwie mit seinen Interessen und seinem Leben, das ja ganz anders ist als dein Leben als Lehrperson, irgendwie auch eine Wichtigkeit hat und du dich dafür interessierst. Und so werden die Schüler viel eher Respekt für dich aufbauen, und wenn du etwas sagst, was du auch ernst meinst und was so gemacht werden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Schüler oder die Schülerin auch auf dich hören wird. Also Beziehung, Beziehung, Beziehung aufbauen. So, und jetzt sind wir bereits am Schluss. Ich hoffe, das hilft euch, um widersprechenden Schülerinnen angemessen entgegenzureagieren. Und ich möchte hier noch zwei Buchempfehlungen geben. Das eine ist, wie ich schon erwähnt habe, Stärke statt Macht von Haim Omer. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und das andere ist Classroom Management. Und es gibt noch ein, zwei andere Bücher zu Unterrichtsströmung und Klassenklima. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Ich lege die sehr ans Herz, mehr für dich selbst zu lesen, sei es über diese Themen oder andere Themen. Und gerade wenn du mehr Beispiele, mehr Vertiefung in diese Themen haben möchtest, dann hol dir ein Buch, das dich persönlich interessiert, und das wird dich auch motivieren und du wirst mehr dazu lernen und merken, wie du selbst besser und professioneller in diesem Beruf wirst. Und wenn du übrigens diese Links aus der Videobeschreibung benutzt, um ein Buch zu bestellen über Amazon, oder auch wenn du einfach den Link benutzt und irgendwelche andere Dinge bestellst über Amazon, wo du sowieso den Einkauf vielleicht schon geplant hast, dann kannst du mich so unterstützen, weil alles, was du dann bestellst, da erhalte ich dann einen winzigen Provisionssatz von Amazon. Und so kannst du mich und meinen Kanal unterstützen. Okay, versuch selber möglichst viel zu lernen, dich weiterzuentwickeln, besser zu werden im Beruf, und genieß es, wenn du die Beziehung zu deinen Schülerinnen immer mehr und mehr aufbaust, denn je besser du deine Schülerinnen kennenlernst, wirst du auch merken, dass du mehr Spaß an deinem Beruf hast und es wirklich erfüllend ist. Das war's für heute, wir sehen uns nächste Woche oder wann auch immer. Macht's gut, bis nächstes Mal, ciao.